Herzlich willkommen zu den X-Tipp-Spieltagstipps. Heute mit Maurice Paul vom SC Hessen-Dreieich. Und wir tippen heute den 30. Spieltag der Hessenliga. Fangen wir an mit dem ersten Spiel. Viktoria Urbach gegen Viktoria Kelzerbach. Sehr knappes Duell im Tabellenkeller. Ja, ich denke, nach den Niederlagen, was Urbach jetzt einstecken musste, würde ich ihnen mal wieder einen Sieg gönnen. Deshalb tippe ich da knapp auf 1-0. Dann machen wir weiter mit Rot-Weiß-Hadamar gegen Bayern Alzenau. 6. gegen 4. Auch ein knappes Duell. Ja, knapp, aber ich denke, dass Bayern Alzenau relativ sicher momentan steht und die Spiele auch gut absolviert. Deshalb tippe ich auf 1-2 Alzenau. Dann machen wir weiter mit dem KSV Baunatal gegen Seligenstadt. 10. gegen 9. Ja, knappes Duell, aber ich würde da sagen, dass Baunatal jetzt, nachdem sie bei uns jetzt verloren hatten, letzten Spieltag, da wieder Gas geben wollen und würde ich sagen 3-1 für Baunatal. Dann als nächstes der OSC Velmar gegen Rot-Weiß Frankfurt. Oh, das ist meines Erachtens ein bisschen klarer, weil Rot-Weiß jetzt auch noch oben schnuppern kann am Aufstieg und ich denke, die lassen sich da den Sieg dann nicht nehmen, deshalb sage ich 3-0 für Rot-Weiß Frankfurt. Dann als nächstes Viktoria Griesheim gegen Eintracht Stadt-Allendorf gegen den Zweiten. Gleiche Situation ungefähr. Eintracht Stadt-Allendorf auch eine super Mannschaft, die jetzt noch oben mit dabei sind und den Aufstieg klar machen wollen. Sage ich auch 2-0 für Stadt-Allendorf. Dann weiteres Duell im Tabellenkeller. Rot-Weiß Darmstadt gegen SV Steinbach. 15. gegen 14. Schwer zu sagen. Ich würde sagen auch knapp für Steinbach, dass sie 1-0 gewinnen dort. Dann als vorletztes der FSC Lohfelden gegen Eder Bergland. Wieder so ein Knapp-auf-Knapp-Duell. Da sage ich mal unentschieden 1-1. Und als letztes dann euer Spiel, SC Borussia Fulda gegen euch, SC Hessen-Dreieich. 2-0 für uns. Und wer macht die Tore? Schwierig zu sagen. Lassen wir uns überraschen. Hauptsache es macht es einer. Dankeschön. Das waren die X-Tipp-Spieltagstipps.